So, Hallöchen und willkommen hier wieder zu einer Runde Division endlich mal wieder. Ich habe es geschafft, mir die Hardware neu einzubauen. Dementsprechend hoffe ich mal, dass das jetzt alles wieder einwandfrei klappt. Und dass wir endlich wieder anfangen können, hier vernünftige Spiele aufzunehmen. Nicht so ein Dreck da wie 13. Ich meine, doch, war ein cooles Spiel. Oder ist ein geiles Spiel. Spiele ich auch jetzt noch gerne. Und außerdem läuft die Aufnahme dafür noch. Also die Aufnahmen, das Spiel noch. Ich mache das jetzt quasi zwischendrin. Immer, ich versuche da so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, beziehungsweise die Sachen abwechselnd hochzuladen. So ein Tag das, ein Tag das, ein Tag das. Einen genauen Plan will ich dafür, um ehrlich zu sein, nicht auf die Beine stellen. Weil, naja, ganz einfach durch Schule und andere Geschichten, die bei mir so im alltäglichen Leben noch laufen, kann ich momentan blöderweise nicht mal einen genauen Plan für eine Woche machen bei mir. Das ist grausig. Ich weiß, ihr hättet da lieber ein bisschen Struktur drin. Ich versuche das Ganze auch so strukturiert wie möglich zu machen. Aber versprechen kann ich euch nicht und will ich auf der einen Seite auch nicht, weil ich ganz einfach nicht versprechen will, was ich nicht halten kann. Dementsprechend bleibt das bei mir, wie ihr es auch nicht anders kennt, immer wieder ein bisschen chaotisch. Und jetzt wollen wir erstmal schauen, wie und wo und was wir hier überhaupt so als letztes gemacht haben. Wir haben diesen 5-0 war das, glaube ich, hatten wir als letztes gemacht. Hier oben ist immer noch eine Mission. Wollten wir uns die anschauen? Kann das sein? Nebeneinsatz, Stufe 3, Knieschoner, bringt jetzt nicht so die Welt an EP oder so, gell? Hier haben wir aber, glaube ich, noch einen fetten Einsatz. Den könnten wir vielleicht machen. Das ist zwar auch Gegner Stufe 3. Vermisste Person Heather Lau Teil 2 wird nach Abschluss aller Einsatzabschnitte vergeben. Achso, ja. Machen wir uns da erstmal einen Weg hin, ist jetzt nicht so weit, das ist jetzt erstmal eine kleine Einführungsrunde. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, witzigerweise, wie laufe ich denn nochmal, genau. Witzigerweise noch keine Testaufnahme gemacht, das heißt also, es wäre möglich, dass ihr diese Mission hier jetzt so per se gar nicht mitbekommt. Weil, wenn es unten alles für den Arsch ist, ja, komm her. Das bedeutet mir so viel. Bin ja netter. Na, ihr kriegt das schon zu Gesicht, ja, alles. Wenn nicht, muss ich mir was überlegen, dann wird es halt nachvertont oder so. Aber kriegen wir schon hin. Ja, ich muss jetzt hier selbst erstmal wieder ein bisschen ins Spiel reinkommen, deswegen erstmal so eine kleine Mission. Ich hoffe mal, dass die klein ist, mehr oder weniger. Ist auf jeden Fall nah dran. Was wollte ich denn jetzt sagen? Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Sprich dein Gebet. Alter, sprichst du doch dein Gebet. Hey. Ja, ich bin doch gerade noch so ein bisschen von GTA gewohnt. Der ist nämlich, sobald man aus der Deckung rausgeht, zielt der quasi von alleine und man muss selbst kaum noch was machen. So, der hier gibt hier quasi nur so eine grobe Richtung an. Na, komm raus. Komm raus. Sei ein braves Kind. Dann halt auf die altmodische Art. Ja, bleib sitzen. Ach, weil du da hinten sitzt. Ach, Dreckskacke. Wow. Ja, das mit dem Zielen habe ich irgendwie nicht mehr so drauf. Was heißt das? Ja, ich weiß, das ist nicht so wirklich. Aber, ja. Sehr schön, sehr schön. So, mal nachladen. Soll ab und zu, glaube ich, helfen. Habe ich zumindest hier und da mal gehört. Wie kann ich über Sachen drüber springen? Kreis, genau, Kreis. Ich habe so viel GTA gezockt. Moment mal, ich bin doch schon am Ziel vorbei. Weit, weit übers Ziel hinausgeschossen. So. Heather Lau, vermisste Person, also, ja. Den Bereich durchsuchen. Alles klar, wird gemacht. Hier, was haben wir hier? Ah, hier ist ein Echo. Oder Echo. Ja, ich bin da immer noch etwas unschlüssig, was das jetzt angeht. Hallo, Heather. Ah ja, Heather Lau ist also da reingekommen. Vermisste Person. Komm schon. So, sammeln wir das mal ein. Komm schon, na los. Do it. Muss ich jetzt hinter das Gebäude? Kurz auf die Map gucken. Wo das da so genau ist. Ach, das ist...
Ja, ist hinterm Gebäude, so wie das aussieht. Dann wollen wir einmal gerade rum gehen. Und dann einmal in die Nebengasse rein. Aber erstmal killen wir die Putzigstar. Hehehe. Dauerfeuer hat schon immer irgendwie geholfen. Außer bei Counter-Strike mit der AK. Da ist Dauerfeuer echt für den Arsch. Also nein, eigentlich ist es geil, wenn man es kann. Ich konnte es nur nie und dann ist es für den Arsch. Oh, oh, schneller nachladen, da kommt wahnsinniger. Oh, hast noch gar nicht nachgeladen. Jetzt solltest du nachladen. Sehr schön. Hey. Wow. Man sollte wenigstens noch grob in die Richtung ziehen, wo man hinschießen will. Das wird ein leichtes Opfer. Wow. Chong, Chong, guck mal hier, kann ich auch. Hey, krass. Man sollte meinen, dass ich das kann. Kann ich aber irgendwie nicht. So, du bist down. Kommst du noch dran? Wow. So. Leck mich doch am Arsch. So, Munition einsammeln. Was hat der hier droppen lassen? Alles nehmen. Pauschal. Was soll der Geiz? Kostet doch nichts. Außer Taschenplatz. Aber davon haben wir genug. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Untersuchen. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster? So. Frei gewählt. Ich gehe mal davon aus. Lass mich jetzt hier raus. Halte die Klappe und pass auf. So. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Rauf, rauf, rauf. Immer oh, ins Gebäude rein. Ey, Kreis. Nicht hier, Kreis. Ey, wirst du wohl. Unverschämte, unverschämte. Oh, gedrückt halten. Ach, hier ist wieder Viereck. Mensch, hey. Entscheid dich doch mal. Hey, hier ist Heather. Hier ist Heather. Ach, hallo, Heather. Ich, das ist wenn man so ein Spiel ein paar Tage oder ein paar Wochen mittlerweile nicht gespielt hat. Aber mir geht's gut. Muss man sich echt erstmal wieder an die Steuerung nehmen. Ich muss meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. So. Du musst das was? Nein, ist egal. Nimm mir Schuhe. Ich gebe dir eine Eskorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und beweg dich nicht von der Stelle. Im Kühlschrank? Nee. Bin ich hier dran? Nö. Ach, sieh mal an. Hier geht's noch rein. Aber... Ach nee, hier kam ich rein. Hö. Ah, dann geht's hier aber noch weiter. Hoppala. Gerade direkt am Ziel vorbeigeschossen mal wieder. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier oben irgendwas finden. Nein, immer noch weiter rauf. So, so. Mann, ich glaube, ich laufe hier gerade echt kompliziert. Also so von der Schrittweise her. Nicht mal vom Weg. Nur die Schritte, die ich mache. Meine Güte, Sie waren aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Und was Sie angeht, Agent, das Hallo. Bedeutet Hello. Mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Ihnen einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich ja, melde so mich. Lau Ende. So, okay, Lau meldet sich. Wir sind hier also soweit fertig. Aber wir sind jetzt noch gar nicht so lange unterwegs. Mache ich jetzt noch ein bisschen weiter oder lasse ich das einfach? Ja, guck mal, ob noch was in der Gegend ist. Ansonsten gehen wir erst nochmal in die Basis und reden mal mit der komischen... Wow! Seid ihr bescheuert? Aber sprich du doch dein Gebet. Na, komm, her. Ja, ja, Dauerfeuer, Dauerfeuer. Du bist down. Wow, 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 wow. Ist ja richtig was los hier. Wow. Kreis, Kreis. Hält nicht mehr lange durch. Ja. Wow, fuck. Fick dich. Fuck you. Das Terminal. So, Operationsbasis will ich nicht. Ihr Penner, ihr kriegt jetzt richtig eins aufs Fressbrett. Das kann ich dir versprechen. Warum lädst du rückwärts? Dreh ich jetzt letztendlich endgültig durch? Oder habt ihr das gerade auch gesehen, dass der Ladebalken rückwärts ging? Das habe ich schon mal im Spiel gesehen, aber da habe ich gedacht, ich hätte mich vertan, was die Zahlen da angeht. Hat man ja manchmal. Dass man so falsch denkt einfach. Und ja, ich weiß, ich habe das öfter. Aber trotzdem kam mir das doch erstaunlich merkwürdig vor. So. Da ist sie schon mal gewesen? Dann habe ich die Basis hier freigeschaltet. Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ach doch, ich glaube, das ist eine der ersten, die ich freigeschaltet habe. Oder? Moment, wo bin ich denn hier? Ach ja. Sieh mal einer an. So, Sterbeort. Da will ich hin. Ihr Muschinegal. Willkommen zum nächsten Mal. Zeigen Sie es denen. Zeigen Sie es denen. Und wie ich es denen zeigen werde. Hey, aber das war ja doch meine Operationsbasis hier. Naja. Wie dem auch sei. Hier wollte ich nicht hin. Ich will zu meinem Sterbeort. Aber dass er so fett markiert wird, ist das neu? War das die letzten Male auch so? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oder es war nicht so, weil da sowieso meistens noch die Mission war, wo ich hin musste. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich gar nicht mehr. So, auf jeden Fall heißt es wieder laufen, laufen, laufen. Und einsammeln. Und laufen. Oh, Schubidu, ich wär so gern wie du. Ich möchte so gern so gehen wie du, stehen wie du, Schubidu, wie du, ja, ja. So. Ey, jetzt sag bloß, wir sind keine Gegner mehr. Hey, wo seid ihr? Gut, jetzt bin ich an meinem Sterbeort, aber was genau bringt mir das? Geil, kann ich jetzt meine Sterbesequenz nochmal angucken? Das wäre witzig. Nee, das hatten wir schon. Warum müssen wir in der Kälte warten? Du darfst als Erster ran. Gut, gut, gut. Nee, dann gehen wir mal in die Operationsbasis. Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Steht der Strom. Tanks halten Stand. Verstanden, gut zu hören. Habt ihr die Zahlen für Phase 2 der Säuberung der Hudson Yards? Sehr kurios, sehr kurios. Ach genau, und die Dark Zone wollten wir uns ja auch mal anschauen. Ach ja, es gibt noch so viel zu entdecken. Werden wir auch alles mit der Zeit machen. Aber in der Ruhe liegt die Kraft. Und wir haben direkt vor unserer Basis noch ein Nebenziel, eine Nebenmission. Haben die ein paar neue Sachen implementiert? Na, müssen wir mal schauen. Mal kurz mal schauen, was das für eine Mission ist. Nebeneinsatz. Ey, kommst du her? Zur Operationsbasis zurück. Es gibt noch viel zu tun, Agent. Falls du es lebend hierher zurückschaffst, haben wir eine Kleinigkeit für dich. Und falls nicht, wüsste ich auch schon, wem ich sie sonst gebe. Ich sehe die Sache praktisch, das ist alles. Wenn ich es zurückschaffe. Over. Nein, also nicht, also, ne, also zum Zeitpunkt, zu dem ich es zurückschaffe. So. Hey, was darf sein? Gar nichts darf sein. Hallo, Agent, Typ. Die Tatsache, dass du nicht tödlich verwundet und bei lebendigem Leib von wilden Hunden gefressen Mensch, wurdest, ja unterstreicht nur deine Fähigkeiten. T2 Mikrolaser, Kramschiffness. Und Level Up. Sehr nice. Das ist doch ein passender Punkt, um auszuhören. Ja. Safe House wieder einer von diesen Tagen. Ja, das geht. Klick, klick. Wo ist denn das? Machen wir das? Och nö, das ist mir gerade viel zu laufen. Phase 1 erfolgreich. Nee, das machen wir jetzt gerade gar nicht. Zumal wir erstmal auch noch andere Sachen fertig machen wollten. Unter anderem hier das Gebiet, glaube ich. Nee, das Gebiet hier nicht. Das ist noch viel zu hoch für uns. Guck mal, hier hinten kann man gar nicht mehr. Was ist denn? Also, Stufe 14 bis 15, 10 bis 13. Hier gibt es absolut... Doch, hier unten. Okay, unten ist auch hier. 20, 26, 28... 28, 30, okay, ja doch, hier gibt es schon noch ein paar höhere Level-Dinger. Aber, wie gesagt, wir machen hier erstmal wieder Feierabend. Ich sag einmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen darüber, dass es hier endlich ein bisschen weitergeht. Und würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, kann nicht genau sagen, wann das sein wird, aber ich hoffe einfach mal übermorgen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, gutes Wochenende, viel Spaß auf der Arbeit. Ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt, von daher einfach viel Spaß bei dem, was ihr als nächstes tut. So, und tschüss.